Ja, hallo und herzlich willkommen beim Video Nummer 2 bei eurem 2-Rad-Channel. Heute geht es um das Thema Eselcheck. Ich zeige euch mein Fahrrad. Ja, los geht's. So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier draußen in dem schönen Waldstück zwischen Donnershausen und Geisig. Ja, ihr werdet jetzt wahrscheinlich nicht viel mit den Ortsangaben anfangen können, aber egal. Und zwar wollten wir uns heute ums Fahrrad kümmern. Ich zeige euch das gute Stück. Tada! Dies ist also mein tolles E-Bike. Wie ich schon erwähnt habe, es ist ein Highbike. Modell ist Esturo Cross 4.0. Es ist das aktuelle 2017er Modell. Ja, das 2016er Modell hat hier noch ein riesen LCD-Display. Das 2017er hat stattdessen dieses kleinere Bedienteil hier. Aber ich muss sagen, das reicht vollkommen aus. Hier so ein riesen Monitor braucht eigentlich kein Mensch. Hierüber lässt sich alles bedienen von dem Fahrrad. Ich zeig's euch mal kurz. Hier also die An- und Aus-Taste. Aktuell sieht man den verbleibenden Akkustand, 40%. Dann kann man hier umswitchen. 34 Kilometer Restreichweite und schließlich der Tacho. Dann wird hier die Fahrstufe geregelt, von ganz oben High, Standard, Eco und hier ganz aus. Und was natürlich ganz interessant ist, die Restreichweite natürlich bei aus, ganz klar. Im Eco-Betrieb 52 Kilometer, im High-Betrieb 28 Kilometer. Ja, alles wunderbar. Gut, die Reichweitenangaben sind natürlich unterschiedlich, je nach Fahrergewicht, äußeren Einflüssen. Ja, deshalb kann ich da jetzt nicht allzu viel dazu sagen. Dann hier ist die eine Lichttaste für ein optional erhältliches Licht, was man damit an- und ausschalten kann. Wenn kein Licht verbaut ist, so wie bei mir, lässt sich die Hintergrundbeleuchtung in 2 Stufen regeln. Ja, was haben wir verbaut? Es ist eine Santur Federgabel verbaut mit 75 mm Federweg. Die lässt sich je nach Situation auch blocken. Getestet habe ich es noch nicht, aber das wird sich sicherlich noch, eine Situation ergeben. Dann haben wir die Shimano Alcera Schaltung mit 9 Gängen. Hier ist auch für jede Lebenslage genug Performance vorhanden. Motor ist ein Yamaha Motor und auch ein Yamaha Akku, der bisher auch noch keine Wünsche offen lässt. Ihr seht, ich habe schon einiges an Zubehör verbaut, hier wie die Tasche, die Klingel, das Licht, das Schloss, aber da werde ich ein gesondertes Video machen, um euch die Einzelteile näher zu erklären. Ja, was soll ich sagen, ich habe jetzt etwa 150 Kilometer gefahren, bisher bin ich sehr zufrieden damit. Ich wüsste jetzt nicht, was ich negativ darüber sagen könnte. Jetzt ist die Frage an euch, ist einer dabei, der das gleiche Fahrrad hat? Wie seht ihr das? Habt ihr negative Erfahrungen damit gemacht? Oder welche Erfahrungen habt ihr allgemein damit gemacht? Würde mich mal interessieren. Könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen. Ja, so viel zum Fahrrad an sich. Gekauft habe ich es bei Fahrrad Franz, wie man an einem schönen Aufkleber sieht. Ja, wie gesagt, bin sehr zufrieden damit. Ach so, ganz vergessen. Reifen sind Schwalbe Smart Sam. Größe 28 Zoll. Die Rahmenhöhe bei dem Fahrrad beträgt 52 cm, ist halt für meine Größe, denke ich, adäquat. Ja, was haben wir noch? Wir haben Tektro Hydraulikbremsen, Scheibenbremsen hinten und vorne. Auch kein Hightech, aber wie gesagt, für den Alltagsgebrauch durchaus ausreichend. Ja, hier die Kassette von SRAM. Von 11 bis 34 Zähnen, je nach Ritzel, aber wie gesagt, für jede Lebenslage den passenden Gang parat. Ja, nochmal kurz zum Yamaha Motor. Der Motor hat 250 Watt und der Akku ist ein Lithium-Ionen-Akku mit 400 Wattstunden. Das Ladegerät, was dabei ist von Yamaha, lädt mit 4 Ampere. Ja, ich habe noch nicht die Zeit gestoppt, wie lange eine Ladung dauert, aber das kann ich gerne noch nachreichen. Ja, so viel zum Fahrradvideo oder zum Eselcheck. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Macht's gut. Bis dann.